23 августа 2014 года. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Jagdterrierfreunde, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier zur 20. internationalen Prüfung Arbeit nach dem Schuss, die zum ersten Mal hier in Frankreich stattfindet. Ganz herzlich begrüßen und besonders erwähnen möchte ich unser langjähriges Mitglied im internationalen Verband und denjenigen, der immer dabei ist, Herrn Josef Haas. Wo ist er? Als zweiten darf ich Ihnen vorstellen, den Präsidenten des französischen Clubs und Prüfungsleiter der heutigen Veranstaltung, Herrn Alvaro Mason. Ebenso begrüße ich ganz herzlich den Vorsitzenden des Deutschen Jagdclubs, Herrn Manfred Kühne. Als Dolmetscher und wichtigster Mann möchte ich ganz herzlich Herrn Albert Hammer begrüßen und mich bei ihm bedanken, dass er diese undankbare, ehrenvolle Aufgabe übernommen hat, uns zu unterstützen bei den Kommunikationsproblemen, die zwischen zwei Ländern, wo die einen nur Deutsch, die anderen nur Französisch können, auftreten. Er hat es wunderbar gemacht und ich bedanke mich bei dir, Albert. Et puis aussi l'Assemblée générale et tout et la réunion du club international. On a réussi à réunir 12 concurrents. À la première édition qu'on a réalisée en France, il y avait 4 concurrents. C'était en 2000 et quelques. Donc, 15 ans après, on a. Zweite Gruppe, darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen und darf zuerst mal die Richter vorstellen, nochmal machen. Also, Herr Manfred Kühne, Präsident von Deutsche Jagdterrierclub. Herr Höfler von Österreichische Jagdterrierclub und Roger Biesig vom Schweizer Präsident. Präsident, jawohl, der Präsident. So, jetzt beginnen wir die Prüfung. Und das war zuerst mal die Identifikation von Herrn Hünde. Und gleicherzeit werden Sie die Schweißpferde auslösen. Und der Präsident hat an Sie gedacht. Da steht die Flasche, das ist ein leichter Schnaps. Das bitte weit mal Zeit trinken. Kreilmann, Jagd Universal. Okay. So, bitteschön. So, bitte. Nummer 3. Also 2 hat ihr Schwerten. 200. Das ist mit Keimann. Also der erste unter 3. Der erste unter 3. Damit du nicht hintereinander musst, machen wir das jetzt. Und das erstmal zuerst das der Diener. Die 3. Und die 1. Der erste Hund, die 3. Weil er 2 Hunde hat, er kann ja nicht zweimal hintereinander gleich. So, jetzt. Ach, Felix. Ja. Die letzten Zahlen haben. Nein. Das ist doch Aurora von Canarios. Ja, das ist der Nein, das ist schon. Первый номер. А. Он застрелил просто. Просит найти дичь, пораненную дичь. Да. Первый номер. По кровяному следу Z, яд универсал.
Pumpen werden auch am Tastbrettchen. Deine Pumpen werden auch am Tastbrettchen. Nee. Und hier sind die 50 und dann die Schule rum, und dann sind die 50 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 und dann sind Сейчас. Зет нашел Лёшку. Ну, Зет нашел. Оставляй. Отложение делать? Работа, это кайман, ягда универсал. Третий след. Давно следа почти 20 часов. Проложен 16:45. Сейчас уже 12. Это президент клуба, дочь клуба «Мафа Кухня» и организатор наш, господин Хаммер, президент клуба «Яхтерьеров». Рома готовится, сейчас будет идти. Wann die
Haken. Das ist ganz cool. Ja. Hast du schon abgenommen, dass du den Gürtel enger machst? Ach so, willst du zeigen? Nee. Jetzt ist es selber. Der Gürtel passt. Das ist cool. Das Ding kann man machen. Ja. Kann man ein bisschen. Kann man das Ding machen. Kann man nichts versorgen. Это улитка тут. О, улиточка эта. Браво. Так, Хайман, ягда универсал, закончил кровяной след. К сожалению, раз ошибся, но... Хайман. Молодец. Сиди. Так это... Вот смотри, какой лось. Лося нашел. Лося нашел. Хайман. Locker festgestellt, also haben wir das nicht gesagt. Im nächsten Programm. Aber tolle Demenzen. Dementia auch so, ja. Und ich glaube gleich, der kleine Anatoli. Dass er Dementia heißt. Der kleine Anatoli und der große Anatoli. Das ist der kräftige. Jo, kräftige. Kleiner Anatoli. Ja, ja, ja. Machen wir weiter. Sonst sollte auf die Pferde konzentrieren, Mensch. Von Roman Jurasenko geführt. Er hält die Note 3. Note 3. Und Nummer 2, Felix vom Lomba, ja, von Herrn Hassenmann geführt, die Note 1. Und Hund Nummer 3, Kaiman, Note 2. Und letzten Hund, sogar von Carnirius, von Frank Müller, Note 3. So, ist alles in Ordnung bis jetzt? Sie hatten einen Rückruf, Sie hatten zwei Rückruf, einen Rückruf und vielmals nicht auf der Pferde. Deswegen. So, jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt einen kleinen Imbiss machen. Und da kommt der Veterinär und wird die Hunde schauen. Und dann geht's weiter. Okay? Boah, ich stink's da.
Кайман, я до нее встал. На ровном встань. На ровном, чтобы он сел же. Тут, отойди Подойди, подойди, забери. Дай. Ну. Добрый. Я Ja, aber weil er hier ein paar Kommandos gegeben hat, so ist das krass. Oder dann drei Haut hat schon.
Mit Leine oder ohne Leine? Ja, das ist noch. Jetzt ist das Leinen für. Jetzt geht er durch hier, dann kommt er auf den Weg, dann machen wir hinter anderen weg alle. Ja, das ist mir schon so. So, um die Bäume rund gehen, dass der Hund richtig geht. An der Leine. Возле деревьев, да, к деревьям ближе. Давай, давай. И быстрее еще, да. Kann man an den Sinnen vorbei. So, Mann, geh nur. Da, da. Geht doch mit dem Baum. Geh weiter. Ja, mach. Jetzt schon hier rechts. Solange wir mit der Waffe mitkommen. Ja, ich warte mal. Roman! 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 Triff doch! Gehst du gleich mit zum Ablegen? Wir nehmen noch zum Ablegen mit, hier die Ernte. Bitte? Ich gehe mit, Manfred. Ja. Und ich sage ihm, dass er einmal korrigieren kann. Ja, dass er nochmal korrigieren kann. Wenn er ja. Уложили каймана. Ich habe gesagt, das soll sich entfernen, dass der Hund ihn nicht sieht. Also das macht er jetzt gut. Ja, das geht ja mit dem Führer. Ja. Das ist ja gut. Zwei Minuten ist noch bei kann er, zwei Minuten sind vorbei, ja. Kann er doch schießen. Ja. Schießen! Tire! Noch 10 Sekunden. Ach so, 8 Sekunden. Кайман прошел испытание на выстрел. Z Яд Универсал. Хождение возле деревьев.
Внимательно смотрят. Man kann ja mal um die Brunnen sein, weil man das versteht alles. Gut. Roma. Und zurück, okay. Ich muss auch nicht mehr, wie sie lange das liegen lassen. Vielleicht besteht sowieso die Opfer Leute Angst. Ja. Okay. So, das macht dann endlich. Так, Z, аппортировка кролика. Зет нашел и несет. Кайман я универсал. Аппортировка кролика. Кайман Яд Универсал несет кролика.
Z to jest uniwersal. To. Не пускай, да. Не иди дальше, так, пускай, да. Вперед еще. Der nächste! Давай, Лучка, это оставим. Эй, молодец! Все, хорошо. Что? Зад на старте утку, а квартира. Подтягивание утки для каймана. Это уже последняя работа сегодня наших собак. Будем надеяться, что кайман подаст хорошо. Так, Роман пускает кайман, я универсал, по протянутой утке. Нашел кайман утку и несет. Ну что?
Ja, ja, nicht hier vorne. Bei so, Fuß aus, aus die Maus, fertig. So, wenn er jetzt fertig ist, wenn er jetzt fertig ist, sind wir fertig. Warte mal, wir stehen voll im Wind. Wenn wir gucken wollen, müssen wir nach da gehen. Runter oder noch weiter weg, weil wir stehen ja voll im Wind drin. Weißt du? Kaiman. Kaiman. Ringen von Kaninchen 1-3. Kaninchen 3. Ja. Ringen von Federwild. Ende. Bringen 4. 4. Verloren will bringen 4. Gut. Gut. Also Hund Nummer 2. Bringen Kaninchen 4. Also alles 4. Alles 4. Ja. Z. Bringen Federwild 4. Verloren bringen 4. Und bringen Kaninchen 4. Bora. Bringen Kaninchen 4. Bringen Federwild 4. Verloren suchen Federwild 3. Und ja, das ist der Satz. Mehr hast du nicht. Mehr gibt's nicht. Okay. Super. Also die Prüfung ist jetzt beendet. Was ich Ihnen bekannt gegeben habe, diese Note werde ich abgeben. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Sportivität bedanken. Das war eine reibungslose Gruppe. Ich nehme an, Sie sind mit dem Ergebnis zufrieden. Und ich möchte mich auch bei den Mitrichter mich bedanken. Wir haben auch einen schönen Tag miteinander verbracht. Und ich bedanke mich, dass das auch also reibungslos verlaufen ist. So, habt ihr was zu sagen oder möchtet ihr was zu sagen? Videosъемка. Целый день идет.
und die ganze EDV-Arbeit zu Hause begonnen hat und hier weitergeführt hat. Besten Dank, Bernd. Responsable des épreuves du groupe international. Eine weitere Flasche habe ich mitgebracht und die gebe ich ganz besonders gerne her, und zwar unserem Freund Albert Hammer. Und zwar deswegen, weil ich ihn gebeten habe, wie wir in der Zwickmühle waren im Monat April. Und ich wusste niemanden, der uns behilflich ist bei der Zimmerreservierung, der die Kommunikation von Deutsch, Frankreich und so weiter ein bisschen unterstützt, in die Hand nimmt und auch die Zimmerreservierung durchnimmt. Und da hat mir Albert sofort zugesagt, wie ich ihn angesprochen habe. Und er hat das hervorragend gemacht. Albert, Dankeschön. Ein Hundeführer vom Hund Chingis, Jagd Universal, darf bitte hierher kommen und sich seine Papiere abholen. 92 Punkte. Alors, un conducteur malheureux, il a eu un sirop dans le truc et c'est le... malheureusement, il n'est pas classé. Lieber Anatoli, Anatoli ist Vizepräsident des Ukrainischen. Notre ami ukrainien. Vizepräsident des ukrainischen Verbandes. Der deutsche Jagdherr, er ist mit großen Hoffnungen hierher gefahren, weil das Volksjahr bei ihm so gut geklappt hat. Da hat er diese Prüfung gewonnen. Dieses Mal ging es nicht ganz so gut, aber jeder Tag ist nicht gleich. Ein anderes Mal ist wieder besser, aber du hast dich hervorragend geschlagen. Er hat die Prüfung trotzdem ganz mitgemacht. Hallo, c'était le gagnant de l'épreuve l'année dernière, et les journées se suivent, ne se ressemblent jamais. C'est aussi cette année qu'il est, non pas au début, mais il est à la queue. Voilà, bravo quand même pour avoir marqué. 7 Jagd Universal mit 108 points, im dritten Preis. Prochain gain, avec 108 points, un gain. Der nächste Hund und der eine 120 Punkten, der wieder in die Ukraine geht. Roman Jaroschenko, bitte. Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Deiner Rena vom Auweil. Die hat das gemacht.